Aquarellmalen für Anfänger. Wenn ich also komplett blank bin, wie beginne ich mit Aquarell? Du brauchst jetzt überhaupt nicht an viele Farben denken. Ich würde dir raten, kauf dir nur eine schwarze Aquarellfarbe. Ja, da reicht so ein Billiganbieter. Ja, ich habe hier gleich so ein größeres Tüppchen gekauft. Ja, große Tube, schwarz. Ja, ich weiß, schwarz darf man beim Aquarell nicht verwenden. Aber ehrlich gesagt, donner doch alle Fehler rein in deine Aquarelle. Was glaubst du, was passiert, wenn alle Fehler in deinen Aquarellen enthalten sind? Dann hast du nämlich hinter dir diese Fehler. Oder glaubst du, da klopft der Staatsanwalt irgendwie an der Tür? Oder es gibt einen Krieg? Also deswegen bestimmt nicht. Also hau rein, was geht, mach falsch, was geht, dann ist das Thema einfach mal durch. Erfahrung erwirbt man sich einfach nur durchs Tun und nicht durchs drüber nachdenken. Immer dran denken, während die Klugen noch überlegen, haben die Dummen die Burg erobert. Also, hallo, ich bin der Gerhard und dies ist mein Kanal. Kunst geht so, Zepter habe ich schon. Schwarz ist allerdings ein bisschen Geschmackssache. Schwarz ist echt eine ganz müde Farbe. Man hat manchmal den Eindruck, man muss schwarz ein bisschen in den Hintern treten, damit schwarz ein bisschen in die Gänge kommt. Deswegen kannst du auch Indigo nehmen. Indigo, ein schönes dunkles Blau. Oder du nimmst Sepia, wenn du gerne so einen alten Fotoglanz auf deinen Bildern haben möchtest. Mit diesen dreien beginne ich jetzt mal so das Aquarell zu malen. Dann brauchen wir natürlich auch noch einen Stift. Total klasse, ist natürlich ein Füller. Und du brauchst einen Pinsel. Also, du brauchst Pinsel, also, das ist ein Rotmarderpinsel. Das ist ein Verwaschpinsel und das ist ein Synthetika-Pinsel. Also, ich verwende beide. Ich verwende Rotmarder und ich verwende Synthetik. Der Unterschied, ich verwende nur destilliertes Wasser mittlerweile, denn hier nahe der Alpen ist das Wasser doch sehr kalkhaltig. Das musst du dir vorstellen, das kommt immer mit Aquarell. Ich male mit dem Aquarell und ich verwende nur Leitungswasser. Und jetzt matsche ich da immer Kalk rein. Also wenn ich in den Wasserkocher hier schaue, wie schnell das geht, dass der verkalkt ist, dann also verkalken einfach meine Farben. Also ich habe nie einen Test gemacht, gibt es jetzt da einen großen Unterschied. Aber so viel kostet jetzt auch das destillierte Wasser nicht. Wir haben jetzt Wasser, jetzt brauchen wir noch Papier und bei Aquarellpapier, da rate ich dir, wenn du jetzt anfängst, du bist Anfänger, dann geh in so einen Ramschladen und kauf dir das billigste Aquarellpapier. Gibt oft so Aquarellpapier, so 20 Blatt und 3 Euro oder sowas in der Richtung. Das ist genau dein Ding. Also kauf dir kein teures Papier. Wenn du bei jedem Aquarell denkst, oh, schon wieder ein Euro weniger und schon wieder ein Euro weniger, so kann man nicht malen. Ja, also du musst schon richtig aufs Blech hauen können. Und ich zeige dir nachher auch, wieso das wichtig ist. Ja, also jetzt hast du eine Farbe oder du hast diese drei Farben, die sind sehr dunkel. Das heißt, du kannst in einem ganz tollen Hell-Dunkel-Kontrast arbeiten. Und jetzt hast du billiges Papier, Pinsel, also kannst auch gerne einen großen Pinsel kaufen, ja. So und so. Ja, also mit dem hier, wirst du nachher sehen, kann man tolle Sachen machen. Aber auch hier schau mal, dass das Zeug ein bisschen preiswert kriegst, wenn man so ein bisschen sich umschaut. Also es sollte jetzt nicht gleich zu viel kosten, sonst hast du wieder diese Hemmungen. Wie kriege ich das noch gebacken? Und dann hast du keine Angst. Also du musst dir auch vorstellen, großer Pinsel und so ein Napf, ja, kriege ich vielleicht doch ein bisschen ein Problem. Da ist also jetzt wieder so eine Tube und so ein Pinsel geht leichter. Ja, also, und glaub jetzt nicht, dass du damit jetzt Wände anstreichst, ja, sondern sag mal, so ein DIN A5 Aquarell kriegt man mit so einem Pinsel total gut hin. Okay, und jetzt, habe ich was vergessen? Nee, dann würde ich sagen, legen wir los mit einigen Entwürfen. Also, ich male jetzt immer die gleiche Landschaft. Warum male ich immer die gleiche Landschaft? Ich sehe mich natürlich ein in das Ganze, ja. Also je öfter ich die male, umso besser kann ich die, umso besser verstehe ich die Landschaft. Und deswegen würde ich dir raten, bleib doch jetzt mal bei einem Motiv und hau das einfach jetzt mal so durch. Also wir malen jetzt recht schnell und schwungvoll, ohne Rücksicht auf Verluste. Und also hier geht's zum Video.
vier Skizzen haben wir jetzt mal gemacht. Und da ist vielleicht die eine oder andere jetzt gar nicht so schlecht. Also das erste war ja nicht Aquarell, das ist Tinte laviert. Aber Tinte laviert ist eine ganz coole Vorstufe, denn du kannst mit Tinte laviert natürlich auch mit Aquarellfarben reinmalen. Das hier, das ist ein wasservermalbarer Filzstift, schwarz. Also du musst es nicht kaufen alles, ich zeig dir das nur, ja. Und hier unten hatte ich ja dann nur mit Aquarell gemalt und mit dem Füller dann noch ein bisschen reingemalt und nochmal laviert, ja. Geht auch. So, warum billiges Papier? Das kann ich dir sagen, weil die ersten 50, da braucht ihr euch nicht anstrengen, denn die ersten 50 Blätter, die sind für die Götter. In Wirklichkeit sind die ersten 200 Blätter für die Götter. Und warum für die Götter? Naja, verzeihen ist deren Beruf. Ja, also ich nehme die ab, die Blätter, die Aquarelle ab Blatt 201, weil die einfach besser sind. Und die davor, die sind das Opfer und die brauchst du auch nicht, denn gewöhnlich an 1. Brauche ich das, wenn es so richtig klasse ist? Ja, doch nicht, oder? Also weg damit. Ja? Die Devise ist hier, viel machen, viel wegwerfen. Wir legen los und malen jetzt mal Grundlagen. Warum denn nur eine Farbe wie Schwarz, Sepia oder Indigo und stark verdünnt? Naja, wir können ein Bild malen, ganz hell und ganz dunkel, also im Hell-Dunkel-Kontrast. Wenn jetzt aber schon gleich mehrere Farben dazukommen, müssen wir neben dem Hell-Dunkel-Kontrast noch den Bunt-Unbunt-Kontrast ausgleichen können und den Mengenkontrast und natürlich den Hell-Dunkel-Kontrast. Und das ist vielleicht doch ein bisschen viel für den Anfang und deswegen nur eine Farbe. Ich würde erst zu anderen Farben weitergehen, wenn du diesen Hell-Dunkel-Kontrast beherrschst, der ist nämlich sehr mächtig. Und dann ist es doch auch eine schöne Sache, wenn ich irgendwie eine Szene sehe und ich kann schon mal sagen, okay, aber in einer Farbe kann ich das Ganze schon mal malen, theoretisch natürlich auch in Rot. So, und jetzt kommt eine ganz wichtige Übung. Hell, Mittel, Dunkel. Die meisten in unserem Kulturkreis beginnen ein Aquarell oder auch ein Ölbild mit ungefähr Mittel, also Mittel zu Dunkel und jetzt in ganz vielen Abstufungen. Hell sehen wir oft nicht richtig und deswegen ist es wichtig, dass du hell einfach mal ganz bewusst hell mischt. Hell ist nur ein bisschen dunkler als das Papier. Das ist der Merksatz. Hell ist ein bisschen dunkler als das Papier, dann Mittel und dann Dunkel. Und was kann ich mit dem Hell-Dunkel-Kontrast machen? Naja, ich kann mit dem Hell-Dunkel-Kontrast Dreidimensionalität, also auch Lichtschatten darstellen. Und das zeige ich dir gleich im Video. Das ist alles mit einer Farbe gemalt. Ja, das ist eine Farbschicht, die zweite Farbschicht und die dritte Farbschicht. Also hier ist alles einmal angelegt und dann bin ich hier nochmal drüber und über den Schatten bin ich nochmal drüber. Natürlich Kästchen malen, das macht euch keinen Spaß, das ist mir klar. Deswegen können wir das Ganze auch einfach in Figuren malen. Reinlegen und wirst sehen, also so Figuren malen funktioniert eigentlich auch ganz gut und mit einer Farbe und hellmittel dunkel. Naja, wie immer, wir legen wieder los.
Okay, wir probieren es nochmal und malen nochmal diese Landschaft. Ja, das ist so eine Lechlandschaft. Und mehrere Lechlandschaften siehst du auf meinem Video, verlinke ich dir oben. Und jetzt versuchen wir das schon mal ein bisschen gekonter auszubalancieren. Du siehst schon, also so im Passepartout. Also das möchte ich jetzt nicht kaputt reißen. Aber du siehst schon, hier habe ich hell, ja, weiß ist das Papier. Also hell, mittel, dunkel. Also hier sind die drei Kontraste schon mal ganz gut getroffen. Deswegen finde das Gnade vor dem Herrn. Das behalte ich jetzt. Hier geht's wieder zum Video. Hier nochmal ein Übungsblatt. Brauche ich sowas? Ganz bestimmt nicht. Also und deswegen wirklich, da könnt ihr zumindest für die ersten 50 echt billiges Papier hier nehmen. Denn du wirst ganz viel Schrott machen. Also hau an Fehler rein, was geht. Dann ist das Thema durch. Ja? Also Vermeidung von Fehler, das ist das Dümmste, was du machen kannst. Denn wir sind Menschen und wir lernen aus Fehlern. Das ist natürlich klar. Wir sind durch unser Schulsystem geprägt. Vermeidung von Fehler bedeutet gute Note, soziale Anerkennung. Viele Fehler machen bedeutet soziale Ächtung. Oder ich muss mich halt mit denen zusammentun, die auch nicht gerade der Brüller sind. Das ist aber das Schulsystem. Ja, ich kritisiere jetzt gar nicht rum. Ich wüsste auch nicht, wie ich es besser mache. Ich würde aber klügere fragen. Und wir gehen aber nur über das Aquarell. Und hier probieren wir jetzt viele Fehler zu machen. Das ist immer das gleiche Papier. Ja, ist immer der gleiche Block. Und ich habe es ja hier auch besser hingekriegt. Also jetzt kann ich sagen, im Moment sind zwei Bilder im Papierkorb, zwei Blätter im Papierkorb, aber eins habe ich schon, ja, also mehr Glück als Verstand gehabt, das hat sogar funktioniert und wir machen weiter. Das hier sind die Figuren und jetzt kommt mal so ein Thema, da sprühe ich mal drüber, ich habe hier so ein Sprühfläschchen, ja, so Wasser, Kosmetikabteilung. Also es spritzt mir ein bisschen zu sehr. Also wenn es auf das Papier spritzt, dann haut es echt die Tropfen auf das ganze Aquarell. Also es gibt ordentlich Gas, das Ding. Aber so ein Sprühfläschchen ist total klasse. Also ist nicht meine Erfindung. Meinen Kursen sind ja hauptsächlich Frauen. Die haben natürlich sowas. Ja, ich wäre nie auf die Idee gekommen, so ein Sprühfläschchen zu kaufen. Also ich lerne ja auch. Okay, und jetzt seht ihr, wie ich das hier gemalt habe, drüber gesprayt und dann ist die Situation also interessant gewesen, ja, so. Also wir wollen auf der einen Seite, möchte ich experimentieren und auf der anderen Seite aber auch das handwerkliche Können haben. Da werde ich in einem weiteren Video noch drauf eingehen, zwischen Experiment und zwischen Naturstudium, zwischen dem handwerklichen Können, wie mischt man jetzt eine Farbe und die Symbiose der beiden Mächte,
Intuition und Handwerk könnt ihr bei den Aquarellen von William Turner sehen, der in den Color Beginnings ganz frei mit Farbe experimentiert hat und dann aber auch wieder das Ganze gut in Form gebracht hat. Und der ist jetzt mal so unser Vorbild. Und deswegen hier jetzt einfach mal so ein, Experiment, ja? Wie immer, wenn ich das Experiment verwenden kann, bleibt es am Leben und wenn nicht, Papierkorb. Also, hier geht's zum Video. Okay, ich finde es nicht so ein Brüller. Liegt vielleicht auch an der Sepia-Farbe. Also, was will ich jetzt damit? Nichts. Tue ich doch nicht mehr lang rum. Ja? Also, auf geht's auf einen neuen Versuch. Denn ich brauche viel Praxis und die kriege ich hier nur durchs Tun. Also, ich probiere es gleich nochmal. Wieder in der ähnlichen Technik. Okay, das ist ja jetzt mal ein schickes Ding. Das ist eine Mischung aus Indigo und Sepia, ja, so hier unten ein bisschen Sepia und hier so dieser weiche Verlauf, also eine Nasse-Nass-Technik und ja, das behalte ich mal. Ja, jetzt habe ich schon zwei. Also ihr seht, ein bisschen Fließbandarbeit, immer das gleiche Thema, weil ihr euch dann einseht, da tut ihr euch viel, viel leichter. Also ich weiß schon, das ist oft so, dass das immer ein neues Bild sein soll und es soll immer großartig sein. Aber Leute, alle, die ich kenne, die eine hohe Fähigkeit haben, die sagen immer dazu, nur kein Neid, es war harte Arbeit. Und ich will ja auch die Früchte meiner harten Arbeit irgendwann mal genießen und deswegen also hau rein und überleg nicht lange, ja, also immer dran denken, also gehört zu denen, die die Burg erobern. Das war der Entwurf, den ich zuvor gemalt hatte. Ja, was will ich damit? Was tue ich da? Weg damit. Also das ist ja auch eine Befreiung, also ich muss da nicht mehr rumdenken und überlegen, ich muss hier nicht mehr überlegen, kann ich das noch mal gebrauchen? Was ist hier die Mülltonne? Okay, also einen Versuch gebe ich mir heute noch und hier geht's zum Video.
Okay, ihr seht immer noch im Block. Wie gesagt, das ist echt so ein ganz... Das ist doch echt. Und das ist jetzt auch richtig schnell gegangen. Hast du gesehen? Ich habe einen riesen Pinsel genommen. So, so. Also, du hast schon gesehen, obwohl ich jetzt immer nur mit einer Farbe, vielleicht mal mit zwei gemalt habe, aber Sepia und Indigo, die liegen ja nah beieinander. Das heißt, ich habe hier nicht gleich den Heckmeck mit dem Bunt-Unbunt-Kontrast, sondern ich habe immer nur den Hell-Dunkel-Kontrast und natürlich den Mengenkontrast. Den lerne ich auch schon. Also helle Flächen gegen dunkle auswiegen und dann eben stark verdünnt und weniger verdünnt, viel und wenig so. Und das habe ich alles schon drin. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Farbigkeit, aber die Farbe, das mache ich in einem separaten Video nicht. Wir lassen es mal gut sein für heute. Ihr habt jetzt gesehen, ich brauche eigentlich nur zunächst mal einen Pinsel und dann müsst ihr euch vorstellen, so mit, wenn ihr jetzt so Malen anfangt, billiges Papier und hau rein, was geht, wegwerfen, was geht, also auch nicht lang rumtun und nicht lang überlegen. Einfach, ich mag, geht's, ist es gut, ist es gut, ist es nicht so gut, hau ich es weg, mach ich es nochmal. Billigpapier hat den Fehler, dass es billig ist. Und billig ist billig. Ja? Das ist nicht mal preiswert gewesen, dieses Papier. Das ist billig. Von billig darf man nicht viel erwarten. Also ich würde dir raten, kauf Farben in so einer mittleren Qualität. Ja? Und die Pinsel, die vermalten ja nicht so schnell. Also wenn du jetzt so nicht gleich so großartig einsteigen magst, du kommst mit den Synthetika-Pinseln total gut zurecht. Ja, das reicht komplett. Und ich würde doch gar nicht groß an einen Kasten denken oder so etwas, sondern nimm einfach nur mal so diese eine Farbe oder eben Indigo und Sepia und dann erforsch diese Farben. Was passiert, wenn ich das Papier nass mache und was passiert, wenn die Farbe dann ausfließt? Aber was du immer berücksichtigen musst, das ist, auf billigem Papier wird dein Aquarell ganz schnell stumpf werden. Also irgendwann mal dazwischen kannst du immer mal so ein besseres Papier nehmen, um zu sehen, wie wird es denn aussehen, wenn es gut läuft. Also das kannst du natürlich schon machen, ja, dass du immer wieder mal so dazwischen, wenn du denkst, also jetzt habe ich es aber gut im Griff, dann nimmst du ein gutes Papier und dann malst dein Aquarell mal auf gutem Papier, um das auch immer wieder zu sehen und in das Gefühl zu bekommen, wie sieht es eigentlich aus, wenn ich es kann. Alles, woran du jetzt denkst, das ist an diesem Punkt in der Zukunft, wenn du es können wirst. Und davor stehen einfach ungefähr 200 Blätter. Deswegen bleib gnadenlos, hau durch, was geht. Die Dinger müssen auch nicht groß sein, ja, also die können so klein sein. Der da oben hat gar keine Ahnung, was 200 sind. Der wertet nur, macht Spaß, macht keinen Spaß. Ja, und in diesem Sinn, leg jetzt einfach mal los. Du wirst sehen, da sind immer Blätter dabei, die sind da ganz gut gelungen. Und warum? Weil du in diesem Moment nicht an das Aquarell gedacht hast und nicht an das Geld gedacht hast und nicht an die großartigen Ausstellungen, die du machen möchtest und die großartigen Aquarelle, die du denkst, die du siehst, ja, sondern einfach nur so an das Machen denkst und immer dran denken, die intuitive Seite ist genauso wichtig wie die handwerkliche Seite. Wenn beides zusammenkommt, dann kannst du richtig tolle Aquarelle malen. Das sind die besten, die man nur machen kann. Und das kannst du bei William Turner sehen. Und deswegen vielen Dank fürs Dranbleiben. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gerne kommentiert unten in der Kommentarleiste. Und vergesst nicht, das Like natürlich und so. Ja. Kanal abonnieren auch immer wichtig und sowas. Ja. Jetzt bin ich ja ganz kurz vor 1000 Leute. Also abonniert. Ich freue mich über jedes neue Abo, denn jetzt habe ich ja fast 1000 und ich muss euch sagen, vor einem Jahr, den Kanal gibt es jetzt 13 Monate und vor einem Jahr habe ich davon geträumt, da habe ich einen YouTuber gesehen, der hat gemeint, also jetzt habe ich gehofft, dass ich in diesem Monat die 1000 knacke, aber jetzt wird es halt im nächsten Monat dann sein, dass ich die 1000er Meile knacke. Da ändert sich für mich jetzt überhaupt nichts, außer dass ich glaube ich dann irgendwie so ein eine spezielle Funktion von YouTube freigeschalten bekomme, aber ansonsten ändert sich jetzt da für mich überhaupt nichts. Es ist normal so, die Hürde ist 1000 und dann kommt eben die Hürde 5000, aber eigentlich ist 10.000 dann so das Nächste, das man dann so denkt. Und deswegen freue ich mich jetzt natürlich, dass ich so knapp am Ziel bin und schon fast 1000 habe. Wie immer, ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit. Also ihr habt ja jetzt den 1. Mai, könnt ihr fleißig üben.
Und wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt tough und adios, euer Gerhard.